zu einem weiteren Part von Let's Play Diddy Kong Racing. Und wieder mit dabei ist die Elite Ninja Hamster. Guten Tag. Ja, ich probiere es nochmal gegen Bobbler den Oktopus. Ohne Mund und mit Blähungen. Groovy, wenn es dir gelingt, mich noch einmal zu besiegen, erhältst du einen ganz speziellen Preis. Ja, mein spezieller Preis an dich heißt Rakete. Ja, furzt das Wasser voll, deswegen steigen Blasen auf, in die ich immer reinfahre. Das Bild läuft voll schneller. Ist auch noch mal ein Problem. Tja, ohne Lecken ist ein anderes Gefühl. Zu schnell aber auch nicht. Meinst du, den kriege ich noch? Wenn du dich konzentrierst. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht so dran. Dann hilft einfach zu schnell die Finte ins Korn. Ich muss aber auch irgendwie an den vorbeikommen. Und jedes Mal, wenn ich das versuche, bin ich wieder in so einer komischen Furzblase drin. Genau, das habe ich gemeint. Einfach nicht dran denken und machen. Ich hasse ihn. Oh, ich hasse ihn. Ganz ruhig, mein Blutdruck. Dein Herz. Auch mein Blutdruck. Ich glaube, der Blut macht nicht mehr viel, wenn dein Herz nicht funktioniert. Aber mein Blutdruck muss auch nicht steigen. Nein, nein. Nichts gut für Kaylee. Was? Du hast gesagt, nein, nein, und ich nichts gut für Kaylee. Ja, er sollte mal zum Arzt gehen. Ja, diese Blähungen sind ja schlimm. Ach, deswegen schäumt alles so, es stinkt, Viole. Jetzt könnte es mir eventuell gelingen. Bitte fahr jetzt nicht wieder irgendwo vor. Das Problem an Pipsi ist nämlich, sie ist die langsamste, hat aber die beste Steuerung. Yes! Yes! Ich hab ihn! Supi. Guck mal, es schäumt schon wieder. Ja, der Tollwut. Cool! Du hast dir einen Teil des Amuletts verdient. Versuch dich nun am Trophy Race. Ja, ich gehe zum Arzt und mache meine Blähungen weg. Keine Zeit. Jetzt geht's weiter in den Drachenwald, Zauberwald, keine Ahnung. Irgendwas mit Drachen. Keine Ahnung. Muss erwarten. Wie oft ich hier schon reingekracht bin. War das hier? Ja, es ist so schön.
Dragon Forest. Wo gehe ich denn mal rein? 20, 22, da ist eine 16. Windmühlenebene. Oh, wie süß. Felder und Heuhaufen und Windmühlen. Ach, schon wieder dieses Krokodil. Schieß es doch ab, wenn es dir nicht gefällt. Schieß es doch ab. Ja, damit treffe ich aber nicht gut. Da brauche ich schon eine zweite. Na, knapp daneben ist auch vorbei. Besser? Ja. Jetzt nochmal. Na, so kann es bleiben. Da war der schon wieder. Ja, dann mach. Jetzt ist er, warte. Bruchlandung. Nochmal, weil es so schön war. Muss erst eine zweite Rakete haben. Vielleicht kommt er ja auch gar nicht wieder. Ja, wer es glaubt. Man wird ja wohl noch hoffen dürfen. Nö. 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 Boah, wie viele Kanonen hast du jetzt? 10. Ja, man fliegt erstmal durch die Flagge, genau. Total unlogisch, aber egal. Es ist nicht alles logisch. Ja, deswegen kannst du auch durch einen Banner fliegen. Kannst du schon, aber die Fahne hängt dir dann im Gesicht. Normalerweise. Das ist schon normal. Normal ist relativ. Nö, 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 nö. Die Heuhaufen haben Augen. Ist bei Rare normal. Da hat alles Augen. Ja, flieg durch den Banner. Nein, ich fliege jetzt nicht durch den Banner. Finish! Locker, dein Freund kommt jetzt wieder. Yo, my friend. Yo, was geht, altes Haus? Hast du einen Ballon für mich? Ich brauche wieder meine extra Portion Helium. Die guckt dir nicht mal an. Die denkt sich auch, was will der von mir? Hau ab, denkt die sich. Ich sehe dich nicht, ich sehe dich nicht. Grünstadt. Raketen sammeln. Friss Öl. Ja. Hat er gerade über mich gelacht? Ja, er hat Haha gesagt. Ich habe gerade schon wieder einen abgeschossen. Ja, das war aber nicht das Krokodil. Nee, das war Timber. Na, Didi, spürst du meinen Atem im Nacken? Pass selber auf. Er hat gesagt, watch out. Ich dachte, ihr seid beim Rennen, da passt man doch nicht auf. Wir sind ja auch nicht beim Autoscooter. Er mag dich ganz besonders, das Krokodil. Ja, der klebt an mir wie Goldfisch-Scheiße an einem Goldfisch. Wer will denn jetzt wissen, wo Goldfische... Hast du das mal wirklich gesehen bei einem Goldfisch? Ja, habe ich. Lecker, ne? Ja. Total. Herrlich, dieser Anblick.
Das ist ein Traum, ne? Es lebt nicht mehr. Kannst du immer noch nicht glauben. Ich muss es immer wiederholen, weil ich so unfassbar erstaunt bin. Geil, ne? Ja. Deswegen war das auch ein bisschen holprig bei Babla, weil das irgendwie viel schneller läuft. Ich fahre wie der letzte Henker. Nein, du fährst wie eine besoffene Sau. Ich bin aber stocknüchtern. Yo, my friend. Cool, der flattert mit den Ohren. Meint, er kann doch nicht schneller fliegen, oder was? Guck mal, der hat einen Bauchnabel. Sagt so. Du hast auch einen Bauchnabel. Ich bin ja auch ein Mensch, Entschuldigung. Du meinst Tiere haben keinen, oder was? Ich wusste ja nicht, dass der unbedingt ein Tier sein muss. Das ist ein Elefant. Nee, ich dachte, das sei ein Nilpferd. Seit wann hat ein Nilpferd Stoßzähne? Die haben auch Zähne. Ja, Zähne, aber keine Stoßzähne. Und einen Rüssel haben sie auch nicht. Dann können sie auch ein Nashorn sein. Die haben auch Stoßdinger da. Ja, aber die haben keinen Rüssel. Jetzt unterhalten wir uns ernsthaft über einen Rüssel. Dein Ernst? Ja. Wow, was für Themen. Es wird immer langweiliger. Naja, die Gegend ist jetzt nicht so schön, ne? Warum? Ich finde sie nicht so schön. Ich find's cool. Ach, wegen dem Abwasserkanal oder was? Nicht nur das. Ja, dann sag mir doch jetzt mal, was du hier alles unsympathisch findest. Da hängen überall Algen, überall sind diese Mauer, dann sind da auf einmal Tannenbäume. Da hängen wieder diese Algen. Und Baumstämme im Wasser. Ja, und dann kommt eine Stelle, wo du eigentlich total auf dem Trockenen liegst, aber kannst trotzdem fahren. Ja, ein Hovercraft kann das, glaube ich. Ja, Leute, wenn ihr was dazu zu sagen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ein Hovercraft kann, glaube ich, auch an Land. Tja, vielleicht haben wir ja einen unter euch, der das besser weiß. Aber ich habe hier auch was Unlogisches. Das glaube ich nicht, dass ein Hovercraft das in Wirklichkeit kann. Und zwar kann man hier mit einem Hovercraft durch Lava fahren. Finish! Tja, Spiele halt. Ja, du gehst mir auch schon auf den Sack hier. Er ist doch immer wieder süß. Ja, mit seinem Kartoffelsack. Mit Bauchnabel. Kartoffelsack mit Bauchnabel. Ach, guck doch mal, was der für eine süße Weste anhat. Ja, und sein hässlicher Bauchnabel. Hängen bestimmt schon Flusen drin. So genau wollte ich das gar nicht wissen. Zauberwald. Ja, Zauberwald. Zauberwald. Schön, ne? Ja. Märchenstunde. Was sind das denn für Viechergeister? Hm. Ja, auch noch Geister. Wispig-Geister. Okay. Ach, und die lachen noch so schön.
Da hört sie an wie eine Biene. Juhu! Yay! You're my friend mit Bauchnabelflusen. Na, was machen deine Flusen? Wem winkt der überhaupt zu? Noch mehr Helium! Oh ja, yeah, das wird ein Spaß. Yeah. Oh oh. Du hast dich bisher tapfer geschlagen und folgst dir zu einem Rennen heraus. Bla 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 bla. Das ist Smokey. Er sollte mal weniger smoken. Er ist ein Drache, der smokt von Natur aus. Ey, guck dir diesen Cheater an, ey. Er ist aber ziemlich schnell heute unterwegs. Ich auch. Oder auch nicht. Kannst du vergessen. Du darfst nur nicht die Flammen berühren, dann kannst du den auch ohne Turbo und alles besiegen. Und am besten auch nicht vor die Wand fahren. Mhm, okay. Fliegen meine ich. Ja, das Thema hatten wir schon mal mit Fliegen und Fahren. Ach komm schon. Cheater. Das ist Regelverletzung. Der gehört disqualifiziert. Fahr einfach. Tu deinen Job. Nein, ich fliege. Konzentration. Knappes Kopfrennen. Du Scheiße! Sag her, knappe Sache. Ich muss noch eine Runde. Mit L und R kann ich das so ein bisschen kurven, mich reinhängen. Konzentrier dich. Ja. Boah, knappe Sache, ey. Ja. Ganz knappes Ding. Ja, der war ein bisschen weit hinter mir. Ja, den Tannenbaum hast du trotzdem noch mitgeschleift. Jo. Ja, weniger Super, rauchen. Versuch dich nun an meiner
neuesten Herausforderungen. Sammle alle Silbermünzen meiner Welt. Finde 8 in jedem Level und gewinne. Weniger rauchen. Weniger rauchen. So, und damit beende ich diesen Part. Und im nächsten Part geht es dann weiter mit den Silbermünzenrennen. Und dann dürfen wir nochmal gegen Smokey antreten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.